Der obligatorische Schluck Wasser. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu nicht Layers of Fear, Anthology of Fear. Jetzt hätte ich fast Layers of Fear gesagt. Mikrofon an, Mikrofon ist an. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Wir sind heute, wo wir aufgehört haben. Ich bin tatsächlich draußen, er sagt, ich soll den Hörrad nehmen, er würde auf mich warten. Ich hoffe, er kann mir alles... Okay. Weiter geht's. Gehen wir mal raus, würde ich sagen. Oh. Nicht getroffen. Schnaps getroffen. Alter. Okay, ich knapp daneben gezielt, oder was? Nicht getroffen, Schnaps getroffen. Ja, nochmal. Okay, ich glaube, das war knapp. Wo ist das Telefon? Da kommt noch mehr. Oh. Ja, immer wenn das Ding klingelt, das Telefon klingelt, dann ist es gut. Diese Ringe gehen los, wir haben versucht, mich zu warnen. Warnes Telefon, warum steht mein Auto jetzt hier? Warum habe ich überhaupt ein Auto? Hinten war das Thema. Alter, geht ja gut los hier. Geht noch, wenn es klingelt. Das war knapp. Okay, das war's anscheinend. Es sieht so aus, als hätte ich alle getötet. Ich sollte wieder ans Telefon gehen. Und so kann ich herausfinden, was hier los ist. Hier ist das Telefon, ja. Okay. Moin, moin, Telefon. Die ist auch irgendwie dabei. Hat ihr Telefon angelassen oder was? Ey, ich bin so gespannt auf diese Story. Ich wette, das ist wie gesagt alles so ein Traum. Nathan, Surname Soren. Surname, Date of Death. Das war das Video. Das war die ganze Zeit das Video. Lies die Dokumente, das Band, es scheint surreal, es ist unmöglich. Und doch schienen diese Ärzte davon besessen zu sein. Ich habe noch die Dokumente zu gehen durch. Durchzugehen, okay. Digga, das war die ganze Zeit das Band. Okay, das hatten wir. Wir haben die ganze Zeit das Band gespielt, ne? Das hat man schon völlig vergessen, ey. Ich werde hier nichts finden, okay. Ich muss erst diese Dokumente überprüfen. Welche Dokumente? Ich was übersehen?
Anamnese. 27-jähriger Mann mit Schlafproblemen. Schlafapnoe wurde ausgeschlossen. Polysomnographiewert normal. Weitere Empfehlungen in der Studie. Der Patient ist bereit, an der NET teilzunehmen. In der Aufnahme wird Alice Hill erwähnt, dieselbe Person, die diese Papiere unterschrieben hat. Problem mit dem Schlafen, aber trotzdem, das klingt ziemlich extrem. Warum sollte er dem zustimmen? Zoran, Nathan Andrew, N-Verfahren, nächtliche Polysomnographie, Technik, EEG, EKG, Oximetrie, EKG, EMG von Kiefer und Bein. Ergebnisse, 7 Aufwachphasen, 5 REM-Phasen aufgezeichnet. Schlafgespräch, der Patient erwähnte etwas, dass ein Kaninchen oder ein Hase gewesen sein könnte. EEG-Parameter, keine Abnormitäten. EKG-Parameter, Sinus, Rhythmus normal. Mittlere Frequenz von 76, keine Ektopie festgestellt, das quadratische Parameter. Keine Auffälligkeiten. Gesamteindruck weitgehend normal. Schlafmuster. Keine Anzeichen, Zeichen von Schlafapnoe. Okay. Auf diesem Band kann nicht. Aber dieses Band kann nicht echt gewesen sein. Nathans persönliche Daten. Die Unterschrift sieht aus wie seine aus. Auch wie seine aus. Worauf hast du dich jetzt eingelassen? Auf dem Band wird Alice Hill erwähnt, dieselbe Person in der nächsten Szene. Ich habe eine Tür zum Mitarbeiterarchiv gesucht. Vielleicht finde ich dort etwas. Also wir sind aus diesem Horror raus, ey. Ich erinnere mich an diese Tür. War sie hier in dem Geschoss? Warte mal. Ich habe gerade eben schon gedacht, das Spiel wäre vorbei. Das ist immer das Schlimme, ne? Wenn man das nicht weiß, gestern aufgehört, gestern knapp 2 Stunden aufgenommen und heute wären es ja knapp 2 Minuten gewesen. Das, ja, das wäre dann schon übel gewesen. WC, WC. A51, das wird wahrscheinlich dann in einer anderen Etage sein. Where is Dad? Oh, sleep. 70, 60, okay. Aber hier wird auch nichts gehen, ne? Hier werde ich nichts finden, okay. Sie gesehen zu haben. Wiederkehrende Albträume. Keine Schlafapnoe, Vorgeschichte. Spricht auf psychische Warnungen, Albträume. Für NET. Was ist NET? Jetzt will ich das aber langsam wissen. Wo ist der offen? War der vorne auch schon auf? Okay. Gut. Dann werden wir mal hochgehen. Geht hier mittlerweile was auf? Ne, A52 ist immer noch zu. Andere Karte, stimmt, die haben wir noch gar nicht. Siehste. Also kann das Spiel gar nicht zu Ende sein. Das war hier. Nee, war nicht Ende. Okay. Alter! Scheiße, sagt er. Also Nacht aufwach. Lest ihr selber, ne? Das ist was anderes. Warum? Diese Frühjahrsmüdigkeit, die nervt mich total, du. Ist nicht so, dass ich mich nicht genug bewege, ne? Aber ich hab das jedes Jahr. Alice, könntest du denn hier. Okay, das hatten wir. Wir hatten das. Jedes Jahr.
the same shit. Irgendwo stand was, irgendwas mit Employee. Nein, normale Türen, normale Türen. Es war noch ein weiter oben, dann glaube ich. Patientenarchiv. Hier waren wir schon drin, ja. Mitarbeiterarchiv. Nee, das ist falsch, das ist Patientenarchiv. Hier. Mitarbeiterarchiv. Ich muss etwas finden. Auf dem Band wird Alice Hill erwähnt. Dieselbe Person, die nächste Papiere unterschrieben. Der Typ mit der Weicherwiese. Okay, alles klar. A, B, C, D, E, F, G, H, Hill. Das muss es sein. Oben, ne? Okay. Sie haben die Schachtel mit Dokumenten. Dieses Mal ist es ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, wie sie ins Bild passt. Okay. B deutet. Wir müssen wieder runter. Zum. Digga. Ach so, wir müssen noch einen, ne? Strom wieder anschalten, oh Gott, wo war das denn jetzt nochmal? Was ist hier? Ah, doch hier. Alter. Es funktioniert. Okay, es ist irgendwie doch aus. So, okay. Ich muss den einmal ausmachen und dann anmachen. Ich kann weiterschauen. Okay. Das Band von Alice. Eins der Bücher, die Jane empfohlen hat. Es ist ganz okay, denke ich. Jason zu tun. Ich glaube, er ist vielleicht schon weg. Zeit für das Frühstück. Jason. Ich muss noch mein Make-up machen, bevor ich gehe. Zum Glück habe ich solche Probleme nicht. Sofortbildkamera, Jasons Hobby. 72 Stunden, Wrong Rounds, Runs. Runs.
The Red Sky, The Horse. Ich wollte eigentlich schon immer mal googeln, ob das richtige Bücher sind oder ob das erfunden ist. Simple Physics von Peter J. Green. 72 Stunden. Googelt mal, Leute. Googelt mal. Geht's hier hin? Spa, dachte ich mir. Was ist das? Clear Tooth. Okay. Den Zahnarzttermin für Emily zu vereinbaren. Oh mein Gott. Da wird Emily sich aber sehr ärgern. Muss den Müll noch nicht rausbringen? Ah, okay. Aber erstmal morgen Pipi machen. Tja, ich würde sagen, wir haben mal ein beruhigenderes Szenario hier. Was ich ganz schön finde, mal zur Abwechslung. Wobei ich denke, dass der Schein trügt. Ah, da sind die Kinder. Okay, alles klar. Das ist ein schönes Haus. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir mit so einem Durchgang. Nice. Er muss schon weg sein. Goldbild. Na, er soll es einfach anmachen, Mensch. Ein bisschen Musik. Freut sich YouTube drüber. Das ist ein sehr helles Haus. Das ist mal sehr, sehr Morning, schön. Mom. Was? Du saßt doch eben nicht da. Oder? Hier ist mein Sohn. Okay. Guten Morgen. Emily ist wach. Ich muss mich um das Frühstück kümmern. Ach, Schelm, nicht Sohn. Mein kleiner Schelm, ich habe eben gelesen, Sohn. Und jetzt, das ist meine Tochter. Hä? Warte mal, warum geht das Bild jetzt wieder ins 16 zu 9, wenn ich mir das hier angucke? Okay. Ich glaube nicht, dass es zu frisch ist. Dann schneid es mal. Brauchst du ein Messer oder was? Wo haben wir hier ein Messer? Es wird Zeit, dass wir aufräumen. Was steht da? Plain Floor. Mach uns Frühstück, mein Kleiner. Ja, also ich würde ja gerne mal beginnen. Wenn der Herd aus ist, funktioniert es nicht. Sie haben die Spatel. Okay. Na, 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 na. Wieso sind sie denn abgeschlossen? Was ist denn hier los? Okay, muss ich alles irgendwie in Reihenfolge machen? Tiefkühlpizza benutzt haben. Ich brauche sie nicht mehr einzuschalten. Wenn der Herd aus ist, funktioniert es nicht. Okay, alles klar. Emily will nur noch Cornflakes essen, zu jeder Mahlzeit. Es wird Zeit, dass wir hier aufräumen. Sag mal, also so langsam. Würde ich gerne mal was machen können. Abwasch, waschte ich. Ein Versuch wert. Er hat mir nicht gesagt, dass er wird, aber Emily ist wach. Ich muss mich um das Frühstück kümmern. Das ist eine gute Idee. Vielleicht gehen wir einfach mal an den Kühlschrank.
Okay. Das ganze Zeug muss aufgeräumt werden. Digga, wie räume ich denn hier auf? Sie haben die Eier. Super. Das ist schon mal was wert. So, die Eier kommen in die Pfanne. Ein sauberer Teller, wo würdest du dich verstecken? Okay, wir müssen einen Teller suchen. Wenigstens sind die Regale in Ordnung. Okay, also brauchen wir auch keinen Teller. Ich weiß nicht, was der immer schnackt hier. T. Das geht nicht. Wird da was nehmen? Nein, okay. Jetzt schneiden? Nein. Nichts reinlegen. Jetzt geht's doch. Okay, alles klar. Ich warte lieber, bis das Öl heiß ist. Welches Öl? Ist schon Öl drin oder was? Wo ist Öl? Ich habe Öl gesehen. Hier. Das ist doch Olivenöl. Ich warte lieber, bis das Öl heiß ist. Haben wir hier noch irgendwo Öl stehen oder was? Die Pfanne ist wahrscheinlich schon heiß. Okay, alles klar. Essen kommt gleich, ne? So, hör mal. Essen wird gleich fertig sein. Die Eier sollten jetzt fertig sein. Okay. Ein Spatel habe ich, ne? Toast mit Spiegelei. Ich bin sicher, ich habe alles, was ich brauche. Komm, machen wir mal an hier. Alles klar. Jetzt brauchen wir einen Teller, einen sauberen. Ach, das war ein sauberer. Spring raus. Dim, 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 dim. Geht gleich los. So, fertig. Okay. Sie haben die Frühstück. Hier ist mein kleiner Schelm. Da, bitteschön. Thanks. It looks delicious. Salz, Pfeffer hast du. Ich brauche etwas Würze in meinem Essen. Jason und Emily sehen das anders. Vergiss es, der Tee kann warten. Emily will malen? Dann malen wir. Will mich noch nicht hinsetzen. Okay. Hol die Farben aus Emilys Zimmer. Okay. I don't want her to think that it was her fault. Tell her it's not.
Daddy will always be with her. I saw you suffer a little bit, fading away as you were losing your husband. I don't want her growing up suffering too. I want a better future for you. Knew you would never let me go. I want you to remember. It's not because of you. You did everything you could. I'm too tired to try. Mommy? Bist du? Zum Teufel hast du sie verlassen. Wie soll ich das einem Kind erklären? Physics Mechanics. Dein Leben ist sinnlos. Warte, wenn hier ein Atari, da liegt ein Atari. Das Leben ist nicht sinnlos mit dem Atari. Überhaupt nicht. Warum liebst du mich nicht? Warum bist du so? Okay. Fortbildkamera. Ein Hase. Sie haben die Spielzeugblock. Noch einen. Das war gemein. Es tut mir leid. C und Y am Ende. Charlie? Nee, passt nicht. Cindy? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wo bleibst du denn? Oh, jetzt haben wir uns selber fotografiert, oder was? Kommst du auch raus? Ich denke mal, wir müssen am Ende ein Bild machen, wenn es fertig ist, ne? Uns gut nach diesen kleinen Würfeln umgucken. Denn die sind echt schwer zu übersehen. Der nicht. Sie haben die Spielzeugblock. Okay. Mommy, look at the white bunny. It's shining. Noch einer? Nein. Fehlt uns trotzdem noch einer. Licht ist gut. Licht ist gut. Gucken wir hier nochmal. Mit Glück. Nichts. Mit Glück nichts. Und warum schwebt hier alles? Geier.
Kann sein, dass hier hinten noch einer lag und wir den gar nicht bemerkt haben. Ich liebe dich, Heizung. Ich auch. Ja. Okay, uns fehlt ein Block. Uns fehlt ein Block. Atari, wie geil. Diese kurze Kabel, wie man immer an den Controllern, an den Joysticks-Controllern, an den Joysticks rumgerüttelt hat, ne? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, ist richtig. Gab's auch zu geile Spiele. Summer Games und Winter Games und so, ne? Und die waren dann so schnell im Arsch nachher, die Dinger. Ausgenudelt. Wobei man sagen muss, damals haben die wesentlich länger gehalten als die heutigen. Komme ich hier weg? Nein. Der muss ja irgendwo hier sein. Jetzt fehlt der letzte. Der ist direkt hier. Müssen wir die... Müssen sie anordnen. Ah, den können wir nicht bewegen. Okay. Dann machen wir doch einfach mal Emily. Oh, Alter. Den Schatten habe ich erst bemerkt, als ich da war. Es ist noch nicht an der Zeit. Die Taschenlampe hier nicht. Okay, guck's aus. Will nicht mehr. Das ist ein MRT, ne? Nur noch eine Hülle von einem Menschen. Das Spiel ist sehr depressiv. Gestaltet, ja. Es ist gut, aber... Nee, doch nicht. Was ist denn das? Oh Mann, wieso kann ich meine Taschenlampe jetzt nicht anmachen? Soll hier nicht funktionieren anscheinend. Badewanne schwebt. Warum hast du mich verlassen? Passt irgendwie nicht zusammen? Aber okay. Ist ja auch nicht alles falsch rum irgendwie, ne?
Ich habe dich nicht verdient. Do you remember? Do you remember, Alice? What happened to Emily? Emily passiert. Es ist ein Auge, jetzt sehe ich das erst. Irgendwie Bilder rein oder so. Das macht keinen Sinn. Was ist mit Emily passiert? Ich hoffe, da kommt nicht so eine grauenvolle Geschichte nachher raus. Aber ich vermute es schon. Ich muss mit Emily spielen. Die Taschenlampe jetzt auch wieder aus. Nee, jetzt bleibt sie komischerweise an. Wir kommen nicht mehr rein. Mann, ich wollte das Auge doch mal richtig sehen. Du musst kein das Emily verlassen. Plattenspieler. Kerzen sind an. Once upon a time, there was a little girl. Emily was her name. With her brushes, she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day, a big storm came and a scary thunder roared. Gladly, her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Sollten wir jetzt wieder in den Fahrstuhl? Ich guck mal. Das Gefühl, die Fernseher, die leiten uns irgendwie so hin und her hier. Steht da was? Ne, da fliegt was. Ich guck noch einmal hier rum. Es ist noch nicht an der Zeit. Und es ist dann an der Zeit. Das ist auch ein komischer Querschnitt hier im Haus. Okay, es geht wahrscheinlich in den Aufzug. Gucken wir mal. Foto ist Foto.
steht nicht. Er kommt auch nicht. Nee. So geht's nicht weiter. So viel steht fest. Leute, das war's für diese Folge aber auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis bald, Inski.